So, liebe Leute, es geht weiter und zwar mit Ben & Jerry's Cookie Dough. Es ist ein Klassiker, wenn nicht sogar der Klassiker überhaupt, und ich habe ihn immer noch nicht reviewed, weil ich es immer so ein bisschen langweilig fand. Aber ich habe ihn tatsächlich auch noch nie so probiert. Also nicht pur, nur als Shorty oder Shorter Shorty, also diese Mini-Kleinen. Oder eben im Half-Baked, aber noch nie so original aus dem Pint, wie es ja der Klassiker ist. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob das genauso schmeckt wie in Half-Baked, was bestimmt der Fall sein wird. Aber mit Sicherheit ein bisschen anders als in den Shorties, weil da die Konsistenz immer nicht so genial ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, wir können ja mal gucken, was wir hier haben. Das ist Vanille-Eiscreme mit Stückchen, mit Schokostückchen Keksteig. Aber das weiß ja, glaube ich, jeder, was Cookie Dough für ein Eis ist. Genau, es ist Fair Trade. Muss auf jeden Fall sein. Und die Kuh, die backt hier einen Teig. Passend zum Cookie Dough. Das finde ich sehr schön. Ja, das Design finde ich ist okay, aber ist jetzt auch nicht so super toll. Eine 5, 6 vielleicht. Eine 6 wegen der coolen Kuh bekommt es. Dann können wir mal schauen, was wir hier haben. Das ist wieder nicht deutsch. Hier ist deutsch. Also ich lese es jetzt einfach nur nochmal vor, weil ich es immer mache, auch wenn es wahrscheinlich jedem klar ist. Zwar Vanille-Eiscreme mit Schokochips, Plätzchenstückchen, jetzt auch die schöne Übersetzung, und kakaohaltigen Fettglasurstückchen 1% und 16% von dem Keksteig. Das freut schon mal. Wir haben 27% Rahmen, das verspricht also wirklich sehr cremig zu werden. Und hier den Spruch blende ich euch jetzt nochmal auf Deutsch ein. Wie ihr auch sehen könnt, seit 86 gibt es den Spaß schon. So, dann machen wir das Ganze mal auf. So, jetzt ist es mal kurz zwischendurch während des Eis antaut Zeit, um nochmal ein bisschen Becherkunde zu machen. Und zwar, das hier ist ein bisschen anderer Becher. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der herkommt, wo der so aussieht, ob der bei uns in Zukunft so aussieht, keine Ahnung. Aber der gefällt mir ziemlich gut, sogar besser als den wir jetzt haben, weil ich das... Die Kuh macht da zwar nichts Tolles, aber ich finde diesen Becher mit Teig da hinten total cool. Und ja, ist ein bisschen größer einfach alles gehalten darauf. So, dann haben wir den hier. Vielleicht sieht er in den USA so aus, keine Ahnung. Das hier ist auch nochmal anders. Ich habe auch keine Ahnung, wo das herkommt. Ist ein bisschen ähnlich wie bei uns mit diesem Schottenmuster im Hintergrund, aber... Oder vielleicht ist es sogar unsere, aber das Logo ist ein bisschen größer als bei uns und hier unten fehlt die Schrift. Vielleicht war das so ein Prototyp, man weiß es nicht. So sieht er wahrscheinlich wieder in Australien aus und in manchen anderen Teilen der Welt. Auf jeden Fall nicht bei uns. Ja, das fand ich einfach nur total lustig, das wollte ich euch zeigen. Ich meine, hallo... Es gibt ein Cookie Dough Lipgloss oder Lippenbutter von Cookie Dough. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja auch Cola und Fanta Lipgloss. Müsste man mal ausprobieren. Und ja, Cookie Dough heißt im Ausland Chocolate Chip Cookie Dough, aber es handelt sich um genau das gleiche, soweit ich weiß. Das hier ist nur nochmal ein altes Pint sozusagen, aber noch ein bisschen Special-Version. Das war anscheinend der 30. Geburtstag von Cookie Dough oder von Ben Jerry's. Das ist einer der ersten Sorten, mit wahrscheinlich von beidem. Und das hier ist auch ein kleiner Lip Balm. Total süß. Und ja, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich sahen die Pints früher so aus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich süß. Einen Deckel habe ich nur noch gefunden und wollte ich euch mal zeigen. Das finde ich cool. Auf jeden Fall ist es vom Design her so ein altes Pint. Genau, so eins ist es nämlich vom Design her. Das war es erstmal zur Becherkunde. So, ich habe das passende Licht für dieses Eis geholt. Das wird schön angestrahlt. Und das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich noch ganz kurz machen. Natürlich nochmal auf die Nährwerte schauen. Erstmal haben wir 425 Gramm. 500 Milliliter. Und auf 100 Gramm 270 Kalorien, 15 Gramm Fett, 30 Gramm Kohlenhydrate und 4 Gramm Eiweiß. Jetzt wird's geöffnet.
Wow, okay. Also Vanilleeiscreme und oben seht ihr schon die Cookie Dough Stückchen und kleine Schokochips, von denen ja nur 1% drin sind. Es ist noch viel zu hart, es lässt sich noch gar nicht eindrücken. Deswegen kommt es jetzt nochmal mit Deckel in den Kühlschrank zum Antauen eine halbe Stunde und dann melde ich mich wieder. Jetzt reicht es ja mit dem Antauen und ich probiere es nochmal. Sieht auf jeden Fall schon mal besser angetaut aus. So, jetzt probiere ich mal die Eiscreme. So sieht sie aus, also wirklich einfach nur Vanilleeiscreme. Aber es sind keine Bourbon-Vanille-Stückchen drin. Also ich glaube, dieses dunkle Stückchen kommt eher von der Schokolade. Aber wer weiß. Ja, also es schmeckt nach Vanilleeiscreme und auch nach der bekannten Cookie Dough Vanilleeiscreme. Aber tatsächlich sehr lecker und positiv. Ja, ich mag die sehr gerne. Ich glaube, ich mag die auch noch mehr als die Karamelleiscreme von Ben & Jerry's. Jetzt werde ich mal ein bisschen weiter essen und dann gucken, ob ich paar Stückchen finde. Aha, hier kommt man schon nicht allzu weit. Sofort stößt man auf ein Stückchen. Das hier hat mich gerade gestört. Ich werde es mal ausbuddeln. So, das gestaltet sich tatsächlich erst gar nicht so einfach, weil das Eis noch ein bisschen fest ist, aber für mich genau richtig. So, hier habt ihr jetzt ein Cookie-Stück und es ist in der Mitte aufgebrochen, was so ganz gut ist, weil ihr jetzt sehen könnt, dass da wirklich diese Schokostückchen, die kleinen, drin sind. Und dann der Keksteig. Ich werde es mal probieren. Es ist verdammt lecker. Vielleicht ist es jetzt auch nur, weil ich mich so darauf freue, auf dieses Eis, aber ich bilde mir sogar ein, dass es besser schmeckt als im Half-Baked. Es schmeckt original wie Teig, wenn man was backt. Richtig, richtig lecker und die Konsistenz ist einfach gerade perfekt. Wie ihr das hier so sehen könnt, also es ist richtig gut. Hier habt ihr auch mal so ein Schokostückchen. Also die sind wirklich nicht groß und sind ja auch nicht so viele drin, also 1% stand drauf. Die Schokostückchen schmecken auf jeden Fall nach Zartbitterschokolade, aber auch wieder so ein bisschen nach dieser nicht so teuren. Ich glaube, das war es ja auch. Genau, kakaohaltige Fettglasur steht drauf. Aber dafür schmeckt es echt gut. Also, ich werde es jetzt mal weiter essen und falls sich noch irgendwas ganz Tolles zeigt, werde ich euch das nochmal zeigen. Ansonsten glaube ich, kommt da nicht mehr so viel, weil wir haben ja nur diese kleinen Schokostückchen, die Keksteigstückchen und eben die Vanilleeiscreme. Das habe ich euch jetzt auch schon gezeigt. Mal schauen, ob nach unten hin vielleicht noch ein paar mehr Stückchen kommen. Dann zeige ich das euch, ich euch das auf jeden Fall nochmal. Und ansonsten melde ich mich mit einem Fazit. Hier ist einfach gerade mal ein riesiges Stückchen Keksteig. Also, das ist wirklich wahnsinnig groß. Und so lecker. Ich hätte nicht gedacht, dass ich doch irgendwie begeistert von dem Eis sein kann. Half-Baked ziehe ich immer noch vor, wenn die Hälfte geiles Schokoeis ist und die Hälfte trotzdem das hier. Aber es hat was. Also dieses Vanilleeis hat irgendwie einen Geschmack, der erinnert mich auch an meine Kindheit wahrscheinlich so ein bisschen, weil da habe ich es schon mal gegessen. Vielleicht. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig lecker. So, das Eis ist so gut wie leer, aber eine kleine Sache habe ich noch für euch. Und zwar ist hier nochmal so ein Schokostückchen, was ganz schön aussah. So sieht es aus von innen. Ist richtig schön keksig und jetzt auch schon so ein bisschen angetaut. Also, mein Fazit, es ist ein richtig leckeres Eis. Vor allem, wenn ihr es auch mal mögt, wirklich einfach viele Stückchen und eine leckere Grundmasse zu haben. Es ist kein Schokoeis, aber eine gute Abwechslung mal. Alles klar. Dann freue ich mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, weil da wird noch was kommen an Eis-Reviews. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.